Moin allerseits, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute wollen wir mal eine Mission beenden. Und zwar machen wir heute eine Fischstäbchenpizza für jemanden. Und wie wir die machen, das seht ihr nach dem Intro. So, ganz vorweg erstmal eine Sache. Wir drehen heute mit einer ganz neuen Kamera, denn meine alte Kamera hat nach 6 Jahren mal den Geist aufgegeben, hat Störgeräusche gemacht, hat nicht mehr aufgenommen, ist einfach ausgegangen. Deswegen mit einer neuen Kamera, also kleine Fehler bitte entschuldigen. Jetzt geht's erstmal weiter und zwar mit der Mission. Die Mission ist folgende: Der Stullen Andreas ist ein Twitter-User oder ein Twitch-User, nee, ein Twitter-User. Und er ist seit 1,5 bis 2 Jahren schon am Kämpfen und möchte gerne eine Fischstäbchenpizza haben. Und diese Fischstäbchenpizza möchte er nicht von irgendjemandem, nein, er möchte sie von Dr. Oetker haben. Und die stellen sich richtig quer. Das Einzige, was man mal gesehen hat, die haben einen April-Scherz jetzt im April gemacht, also hier 2020, und haben eine Fischstäbchenpizza einem YouTuber gegeben, der soll das mal testen. Hahaha. Stullen Andi, wir machen für dich heute eine richtige Fischstäbchenpizza. Da sind die Zutaten. Natürlich brauchen wir Fischstäbchen. Hier habe ich keine vorgebackenen von uns genommen. Wir haben einfach Fischstäbchen gekauft, haben die auftauen lassen. Hier liegen sie. Dann brauchen wir ein bisschen Spinat. Da haben wir hier schönen Babyspinat, frischen Spinat. Der wird so ganz zum Schluss mit auf die Pizza, nochmal auf den Grill. Dann geht das. Als Käse haben wir uns für einen Bergkäse entschieden, den Stilser. Der ist richtig schön, extrem vom Geschmack her, aber nicht zu doll. Dann brauchen wir noch ein bisschen Öl, also Olivenöl, etwas Remoulade. Als Kräuter hier haben wir ein bisschen Dill. Dann brauchen wir noch Salz und Pfeffer. Tomaten, etwas Knoblauch, frischen, den hacken wir gleich klein und natürlich Pizzateig. Wie wir den gemacht haben, das wisst ihr ja auch schon, ansonsten da oben in der Ecke zeige ich euch das nochmal, das verlinke ich und dann fangen wir jetzt mal an. Als erstes nehmen wir uns hier unseren frischen Knoblauch, weil den müssen wir einmal kurz runterhacken. Den Strunk natürlich weg. Ihr müsst den diesmal auch nicht so megamäßig fein hacken, weil der kommt sowieso mit auf die Pizza rauf. Weil Spinat und Knoblauch, das ist so, als wenn ich Speck und Zwiebeln anbrate. Ich nehme mir eine Schale, da kommt der Knoblauch rein. Da gebe ich dann Dill hinzu, also einen Esslöffel. Gebe Olivenöl hinzu, so 2-3 Esslöffel. Wenn ihr auf den Geschmack von Olivenöl nicht steht, dann nehmt ein Rapsöl oder so oder Sonnenblumenöl. Ich würde aber jetzt hier nicht mit irgendeinem Nussöl anfangen oder sowas. Das wird nicht schmecken. Dann brauchen wir ein bisschen Salz und Pfeffer. Das verrühren wir jetzt einmal kurz. Und das ist im Grunde schon unsere Pizzasauce, weil wir werden heute keine Tomatensauce an sich machen. Wenn ihr eine Tomatensauce oder eine Pizzasauce wissen wollt, wie die funktioniert, schaut mal oben in der Ecke, verlinke ich euch. Die schnellste Pizzasauce überhaupt. Super lecker. Das stellen wir jetzt erstmal an die Seite. Und jetzt machen wir unsere Pizza. Wir haben unseren Tisch, den müssen wir erstmal ein bisschen mit Mehl bestäuben, weil wir wollen erstmal unseren Teig ausrollen. Dann haben wir hier unser gutes Stück Holz, auch das reiben wir einmal mit Mehl ein und unser Teigling. Und dann rollen wir erstmal richtig schön rund aus. Wenn er rollt, nicht immer auf eine Richtung bleiben, auch mal nehmen, umdrehen. Und wieder rollen. Wieder umdrehen, zur Seite und rollen. Und so kriegt er eine schöne runde Pizza hin. Dünner will ich sie schon gar nicht machen, denn ich möchte gerne so einen etwas dickeren Teig haben. Das heißt, wir werden jetzt schon weiter anfangen zu belegen. Dafür nehmen wir uns unsere Öl-Knoblauchmasse mit dem Dill, die wir hier haben. Geben so einen schönen Esslöffel mal rauf. Na, ich glaube, wir brauchen doch ein bisschen mehr. 2 Esslöffel. Da geben wir jetzt mal Tomaten drauf.
etwas von unserem Käse. Bei diesem Bergkäse müsst ihr vorsichtig sein. Da dürft ihr nicht zu viel machen, weil der ist wirklich sehr fettig. Der hat sehr viel Fett in Trockenmasse. Ist das so? Ja, Fett in Trockenmasse. Und das würde sonst eure Pizza so richtig matschig machen. Das reicht schon so. So gehen wir jetzt erstmal einmal auf den Grill. Nee, gar nicht wahr. Denn ich habe die Fischstäbchen vergessen. Fischstäbchen. Die lege ich jetzt nicht ganz drauf, denn man möchte natürlich auch was davon schmecken. Das heißt, ich schneide hier so ein kleines Häppchen. Diese Häppchen dann so hier einmal rauf. Ich hoffe, dass die Panade noch ein bisschen knusprig wird. Kann es aber leider nicht versprechen. Das werden wir dann sehen, wenn es probiert wird. Da gibt es für euch auch noch eine kleine Überraschung. Und jetzt können wir erstmal auf den Grill gehen. Den haben wir natürlich mit richtigem Feuer vorbereitet. So. So, dann nehmen wir mal hier unseren Schieber. Natürlich haben wir Mehl unterm Schieber, damit die Pizza auch schön rutscht. Dann gehen wir sofort hier auf unseren Pizzastein. Kurz bevor sie fertig ist, sieht sie so, ja, das ist schon richtig geil aus, ne? Aber wir brauchen auf jeden Fall noch unseren Spinat. Und den geben wir jetzt rüber. Dann machen wir so ein bisschen was hier rauf. Ja, man soll natürlich auch ein bisschen was von allem noch sehen. Aber der wird sich gleich zusammenziehen. So, und das geht wieder auf den Grill. Der nochmal für so für 2 Minuten ungefähr. So, die Mission ist fast beendet. Natürlich muss diese Pizza auch noch probiert werden. Jetzt die Überraschung für euch, denn ich bin allergisch gegen Fisch, also kommt eine altbekannte Person wieder mit ins Bild, und zwar der Praktikant. Komm mal herüber hier. Der wird jetzt die Pizza für uns probieren. Moin. Und jo, mal die ehrliche Meinung abgeben, oder? Ja, ich werde ehrlich sein. Na dann mal los. Soll ich schon mal laufen gehen? Ich bin ja so eingezwängt. Ja, wir sind alle gespannt. Der Teig ist super kross und selbst das Fischstäbchen. Die Panade ist kross. Ja. Wie ist es vom Geschmack her? Die Pizzasauce ist ziemlich geil. Man schmeckt halt nicht so wirklich wie vom Fischstäbchen. Ich glaube, es liegt am Fischstäbchen. Okay. An sich. Und vielleicht die Remoulade weglassen. Die finde ich. Ich würde ja gerne selber reinbeißen, aber ich darf es ja nicht. Ist witzig, also. Kann man mal ausprobieren, oder? Ja, auf jeden Fall. Oh. Ich hatte leider keine Tomate jetzt drauf, warte. Ich glaube, ein bisschen Tomate. Aber. Ja, das kleine Fitzelding da. Die schmeckt nicht gut. Ja, das freut mich. Dann haben wir es ja doch mal wieder geschafft. Also, meine Frau im Hintergrund sagt auch, die schmeckt. Ich würde gerne reinbeißen. Ich darf es leider nicht, sonst kippe ich hier gleich um und dann gibt es keine Videos mehr. Als wenn du Videos weiter drehen musst. Nein. Also, probiert es mal aus. Macht es mal genauso nach. Ich schreibe euch das Rezept unten rein. Ich hoffe, unser Stullen-Andreas ist zufrieden mit dieser Pizza. Kann ja mal gerne unter das Video schreiben, wenn er es mitkriegen sollte. Lasst einen Daumen oben dafür da. Lasst einen Kommentar da. Lasst ein Abo da, wenn es noch nicht passiert ist. Ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin reingehauen.